Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Layers of Fear. Wir befinden uns in der Küche, in der es gerade ziemlich gruselig war. Hier sind irgendwelche Äpfel runtergefallen und dann verfault. Da sehen wir noch einen und diese Tür da hinten hat sich auch bewegt und hat den Knoblauch hier runtergeworfen. War nicht cool, aber die Tür ist abgesperrt. Ich habe aber auch schon versucht, hier wieder rauszugehen. Und das geht leider auch nicht. Das Frameskipping, was ihr hier leider bemerken solltet, wenn wir uns bewegen, dem bin ich gestern auch mal auf den Grund gegangen, weil ich gedacht habe, irgendwie irgendwas muss ich ändern in den Einstellungen. Angeregte Zwangsstörung, aha. Das ist leider ein Fehler im Spiel, oder ja, ich kann da wenig dagegen tun. Das haben wohl einige. Aus welchen Gründen auch immer, weiß man nicht so richtig. Bei manchen funktionieren manche Sachen, beim anderen wiederum nicht. Und ja, wir können es leider nicht ändern. Bisher hat man da noch keine Lösung dafür gefunden, selbst die Entwickler nicht. Sie wissen, glaube ich, so wie sich das angehört hat, gar nicht, woran es liegt. Aber naja, wir werden es halt, wir müssen jetzt halt durch. Oh, manchmal hängen diese Türen. Das ist ja der Hammer. Also wir müssen wohl, irgendwas müssen wir hier machen. Ich weiß aber nicht, was, wenn ich ehrlich bin. Denn wir können nicht raus. Wir können aber auch nicht in die Tür da hinten rein. Komm schon. Also möglicherweise finden wir irgendwie... Nee, wir finden eigentlich nichts. Ich zumindest finde nichts. Und jetzt? Kann ja wohl irgendwie nicht sein hier. Vielleicht. Was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Da was? War das? Scheiße. Oh Gott, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wieso ist jetzt das Licht ausgegangen? Oh Gott. Okay, lauter verfaulte Früchte. Okay. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt? Ist der Korb leer. Die Früchte aus dem Gemälde sind sozusagen rausgefallen. I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Okay, wir haben jetzt diese Scherbe hier, die eindeutig so aussieht, als wäre da Blut dran. Hier ist es einfach immer noch dunkel. Können wir jetzt vielleicht raus? Ja, jetzt können wir den Raum verlassen. Und sind jetzt wieder in unserem Atelier. Diesmal sieht's aber wesentlich leerer aus. Hallo? Ach, hier sind die Bilder, die wir gefunden haben. Wir haben aber noch nicht so viele gefunden bisher. Okay, gut. Hier liegen jetzt Äpfel. Hier liegt eine Notiz, kann das sein? Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Okay. Also ich vermute, je mehr wir im Spiel voranschreiten, desto mehr wird sich dieses Bild hier auch vervollständigen. Momentan sehen wir hier nur... Naja, gut, eigentlich nichts.
Okay, das war nur Donner. Und diese Nachricht voll wird immer mehr. Hast selbst jetzt verloren, du verdienst es, beende es. Okay. Wie benutzen wir den? Ach, jetzt können wir hier was machen. Was ist das denn? Das sieht aus wie Flamingos, von denen sich Fleisch abschält oder so. Oh Mann. Es klingt so. Shapeless Dreams, formlose Träume. Als hätten wir jetzt... Ja. Als müssen wir weitergehen. Gut, dann tun wir das. Dann tun wir das. Eigentlich sollten die Konsolen vor allen Dingen das Problem, vor allen Dingen mit Frame Drops und so weiter haben, habe ich gelesen. Aber wie gesagt, bei vor allen Dingen, glaube ich, hat es was mit der Stärke des PCs zu tun, denn eigentlich ist meiner recht stark, weswegen mich das auch am Anfang ziemlich gewundert hat. Okay, rechts oder links? Das geht wohl nicht. Aber wie gesagt, das ist wohl ein bekanntes Problem, an dem die Entwickler noch ein bisschen rumknacken. Ja gut, und jetzt? Nach links kann ich irgendwie nicht. Oder bin ich jetzt irgendwie zu doof dazu? Hier ändert sich nur, dass das Licht rot wird. Ja, ich kann nicht nach links. Bin ich jetzt doof? Oder muss ich jetzt einfach mal die Tür zumachen? Wahrscheinlich, weil die Tür noch offen ist. Ach, die ist aber schwer. Ja. Jetzt scheint's zu gehen. Immerhin, wir fahren nach oben, nicht nach unten. Das ist schon mal etwas. Nein! Bitte keine gruseligen Leute, die da rumlaufen. Oh Mann, sollen wir wirklich da aus diesem... Na gut, uns bleibt ehrlich gesagt nichts anderes übrig. Wir fangen einfach vorne an. Abgesperrt. Hallo? Abgesperrt. Wahrscheinlich sind hier alle Türen abgesperrt, bis auf eine, ja. Das haben wir uns doch schon fast gedacht. Abgesperrt. Okay. Wat nu? Vielleicht hier irgendwie? Ah, hier können wir irgendwas machen. Da ist aber nix. Das ist ihre... Die war doch eben zu. Oh nein, nicht schon wieder Bilder. Nicht schon wieder Bilder. Okay, alles klar. Noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel für was? Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihre Frau sowieso Ihnen selbst nichts... Ja, kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte.
Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Mead William H. Green. Also unser Protagonist scheint relativ viel Gebrauch von Drohbriefen zu machen, egal. Wieso ist jetzt hier so Licht? Nee. Ich höre irgendwas. Ja, jetzt sind alle Türen offen. Ihr wollt mich doch verarschen. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Vielleicht hat er irgendwie ein Aggressionsproblem. Und für was hat seine Frau ein Transplantat gebraucht? Was ist jetzt los? Ja. Egal. Also der Raum war doch jetzt eben hier anders. Abgesperrt. Aber der Schlüssel scheint hier nicht zu passen. Und also irgendwie hat sich das hier alles gedreht gerade. Hier passt der Schlüssel. Und wir sind in einem weiteren Korridor. Na toll. Hier geht's nach oben. Ich will nicht in irgendwelche Dachstühle rein, in die irgendwelche gruseligen Sachen vor sich gehen. Hier höre ich doch auch irgendwas. Oh nein, es ist abgesperrt. Wir müssen nach oben. Na gut. Es brennt. Unter uns. Okay. Was zum Teufel? Wieso brennt's denn hier? Hier ist eine Tür. Ich würde mich hier gerne umschauen. Okay. Okay, 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 okay. Oh nein, schon wieder ein dunkler Korridor. Ich weiß auch noch gar nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir hier irgendwie Ach komm schon, was ist das denn für ein Geräusch? Das klingt wie ja. Ah! Oh. Scheiße, Mann. Wieso tue ich mir das immer wieder an? Ich verstehe es einfach nicht. Okay. Wieso geht die Tür wieder nicht auf? Was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch auf Gegner treffen, ob wir uns irgendwie verstecken oder rennen müssen, aber ich weiß gar nicht, ob wir das können. Ich muss mich für jeden Raum muss ich mich irgendwie wappnen, muss ich sagen. Okay. Waren wir hier schon? Weil wir hier... Nee. Weil hier schon die Dinger offen stehen, dachte ich. Hier sind auf jeden Fall Rattenfallen. Na, ich möchte den Brief hier lesen. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann.
Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe oder Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere, ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur, ja. Schlaflosigkeit, nicht bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhalten, schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depersonalisation, was soll das überhaupt bedeuten? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen, könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen, ja. Fragezeichen, Fragezeichen und so weiter. Wer hat das hier beantwortet mit Ja und Nein? Und auf wen bezieht sich das? Diese Ratten. Wo ist die denn jetzt hin? Hier ist zugemauert. Okay. Hier hinten. Wir gehen erstmal hier hin. Hier ist wieder ein Schrank, glaube ich. Wir machen einfach alles auf. Weil in den Schränken finden wir, glaube ich, diese Bilder. Also. Oh nein, ist schon wieder dieser Hirschkopf. Okay. Also wir finden eine ganze Menge Schnaps hier. Ich nehme stark an, hier hat jemand ein Alkoholproblem gehabt. Wer genau, wissen wir noch nicht. Und jemand scheint schizophrene Symptome zu haben. Mein Gott, ist dieser Hirschkopf so unheimlich. So, vielleicht liegt hier noch irgendwo eine Nachricht? Nee. Hier können wir noch aufmachen. Finden aber nichts. Hier ist noch eine Tür. Ah! Oh nein! Dieser Hirschkopf hat tatsächlich noch nie was Gutes bedeutet. Und jetzt können wir nicht mal zurück und haben den einen Raum verpasst. Alter, nein. Komm, hör auf damit. Was ist denn das da für ein Bild? Wir können nicht weiter. Doch. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Okay, heute Nacht werde ich gut schlafen. Wenn mein Gehirn irgendwelche Albtraumfantasien gebraucht hat, dann hat es die hiermit erhalten. Ich traue mich echt hier echt gar nicht weiter. Ich gehe nochmal zurück. Nicht, dass wir jetzt wieder einen Raum verpassen. Gesperrt. Okay, gut. Dann können wir auch nichts verpassen. Aber das ist doch nicht alles unser Haus hier. So riesig war das doch nicht. Das hatte doch nicht so viele Räume und vor allen Dingen Korridore. Stricke. Ja, hier finden wir aber keine Notiz. Okay. Okay, das sieht doch hier netter aus. Ein bisschen jedenfalls. Hier steht irgendwas an der Wand. Halt. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was denn? Was? Oh Gott, bitte, ich will mich nicht umdrehen. Oh Gott. Können wir da rein? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Aha. Okay. Ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns weiter hier um. Und mir geht schon ganz schön die Klammer.
Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.